Seit Ende Oktober können die Arbeitgeber in Deutschland ihren Beschäftigten einen Betrag von bis zu 3.000 Euro gewähren und das steuer- und abgabenfrei. Das sieht die sogenannte Inflationsausgleichsprämie vor, die die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat. Hierbei handelt es sich um eine freiwillige Leistung der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Und so kommt es, dass derzeit einige Beschäftigte in den Genuss der Zahlung kommen, andere aber nicht. Ohne Mitarbeiter läuft nichts. Das ist bei der Maschinenbaufirma Schimmel im hessischen Hüttenberg nicht anders als bei anderen Mittelständlern. Gehen die Geschäfte gut, bekommen die 49 Angestellten Prämien quartalsweise. Die vergangenen zwei Jahre ist das Unternehmen gut durch die Krise gekommen. Den Inflationsausgleich hat der Geschäftsführer zumindest zum Teil bereits an die Beschäftigten ausgezahlt. Wir haben bisher als erste Tranche 1.000 Euro pro Mitarbeiter ausgezahlt. 3.000 sind in Gänze möglich bis 2024. Es kommt gut an und ich hoffe, dass es sich auch rumspricht und wir vielleicht da den einen oder anderen sogar Zulauf an Fachkräften dazu bekommen. Die Belegschaft, die Prämie bereits in der Tasche hat, freut sich. Denn jeder ist von der hohen Inflation betroffen. Ja, ich finde das wunderbar. Das ist auch schön. Auch überhaupt nicht selbstverständlich. Und ich bin Ihnen da sehr dankbar. Auch. Jetzt in den Zeiten, wo auch alles teurer geworden ist, finde ich das eine tolle Geste vom Chef. Also ist ja auch freiwillig. Die Auftragslage ist gut, die Bücher sind voll. Doch natürlich weiß auch der Geschäftsführer nicht, ob das so bleibt. Zumal auch hier die Frage der Energiekosten offen ist. Wir hoffen natürlich, dass uns das für das nächste Jahr nicht zu sehr belastet, dass wir unsere Liquidität damit nicht zu sehr angreifen, da wir auch im kommenden Jahr sehr stark von den Energiepreisen getroffen werden. 80 Kilometer weiter südlich. Wir sind in der Bäckerei Lautenschläger in Babenhausen. Die Öfen hier heizen mit Strom. 50 bis 60.000 Euro kostet das im Jahr. Langfristige Verträge haben den Preis bisher gesichert, doch Bäcker Heinz Lautenschläger rechnet im schlimmsten Fall mit einer Verzehnfachung der Kosten. Die Prämie kann er seinen Mitarbeitern schon jetzt nicht bezahlen. Die Mitarbeiter hätten es auf jeden Fall verdient, gar keine Frage. Aber aufgrund gerade für das Bäckerhandwerk in dem Jahr 2022 extrem gestiegener Kosten, seien das Rohstoffe, Energie ganz besonders, zusätzlich noch diese Ungewissheit, wo geht der Zug weiterhin, wie geht die Kostenentwicklung. Und das ist einfach ein Punkt, wo ich im Moment leider sagen muss, diese Zahlung muss ich zumindest mal noch deutlich nach hinten stellen. Die Belegschaft hat Verständnis, dafür ist der Bäcker dankbar. Im familiär geführten Betrieb ist allen die wirtschaftliche Lage klar. Den Gedanken an sich finde ich gut, aber wenn es Unternehmen gibt, die das einfach nicht können, dann ist das so. Der Bäcker hätte sich gewünscht, dass der Staat die Unternehmen mehr bei den Energiekosten entlastet. Seinen Mitarbeitern bietet er statt einer Prämie nun Rabatt auf die selbst hergestellten Backwaren an. Und auch bei der Maschinenbaufirma ist man mit der Inflationsausgleichsprämie nicht ganz zufrieden. Meiner Meinung nach müsste man eine Gehaltsdeckelung einführen, dass insbesondere denjenigen, die es am härtesten trifft, denen vielleicht sogar mehr zu bieten, mehr zugutekommen lassen und nicht generell für alle auszuschütten. Solange es die wirtschaftliche Lage aber zulässt, will man die Prämie hier bezahlen, und zwar an jeden einzelnen Mitarbeiter.